Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS15. Wir spielen auf der Belgic Fonte V3, modifiziert von Kaya. Und wir haben schon wieder was umgebaut, oder nicht ich, sondern Kaya. Geht nochmal um die Kartoffeln, um den Kreislauf, dass man da vernünftig das wegpacken kann. Schauen wir uns nachher nochmal an. Außerdem habe ich hier ein bisschen jetzt, auch dank Kayas Hilfe, weil ich hab's halt nicht so mit diesen Dateien und hin und her. Na jedenfalls hoffe ich einfach mal, dass das Ganze jetzt hier ein bisschen runterläuft. Bin auch gespannt, ob das geht, dass ich jetzt dann diese Kartoffelcontainer-Dinger wieder kaufen kann, ohne dass das Spiel abstürzt. Ich traue mich nicht wirklich immer. Gespannt bin ich schon mal. Ich muss dazu sagen, ich habe das jetzt selber gebastelt. Ich habe mir jetzt die Lok noch nicht geschickt. Und ich glaube, ich habe rausgefunden, woran es liegt. Aber naja, jetzt holen wir auf jeden Fall erstmal die Poltergabel ab. Die ich hoffentlich gekauft habe. Zumindest war das der Plan. Doch, da ist sie. So. Jetzt muss ich, glaube ich, nur noch... Nee, diesen Reparaturmod, habe ich den jetzt schon drin oder nicht? Kann ich das irgendwo sehen? Ich glaube, ich habe den reingemacht, oder? Doch. Nicht? Sieht man das irgendwo? Keine Ahnung. Muss ich nochmal im Mod-Ordner gucken. Auf jeden Fall fand ich das schon ganz cool, wenn die Maschinen auch mal gewartet werden. Doch, müssen sie auch. Guck mal da unten. Teleskop-Lader, Polterkabel. 0% Schaden, Hanomag 0% Schaden, okay. Und wann verschwindet das wieder? Bleibt das jetzt? Das wäre doof. Ups. Also gerne mal Kommentare dazu, wie ich das da unten wegkriege. So, fahren es aber erstmal zurück, damit das Sägewerk endlich mal startet. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch so brauchen. Vollgas zurück. Aufpassen, dass wir niemanden aufspießen. Das Einzige, was ich nicht so... Ich bin da noch zwiegespalten bei diesen Kartoffelkreislauf-Lagergeschichte. Diese digitalen Anzeigen. Ich weiß nicht, ob das so mein Herz erblüht, aber... ja, vielleicht auch mal an die Allgemeinheit gefragt, wie findet ihr das? Ich meine, es ist praktisch. Ne? Du fährst wirklich dran und siehst sofort, was da drin ist. Manchmal musst du ja mit der Schaufel rein, also weil sie selber entladen musst, ist manchmal auch so, dann fährst du mit der Schaufel erst rein und weißt gar nicht, hey, ist das noch eine ganze Schaufel voll oder nicht? Von daher, ich denke mal, ich werde mich dran gewöhnen und die Praxis wird es zeigen und praktischer ist es auf jeden Fall. So, endlich das Sägewerk starten. Deswegen mache ich jetzt auch mal gerade nichts anderes. Ich könnte jetzt mal versuchen, wie das mit dem Trigger ist, aber wir werden es eh gleich sehen, wenn ich das Holz ablade. Denn ich habe das Sägewerk irgendwie völlig falsch eingeschätzt. Das heißt, es geht von einer anderen Richtung los. Und zwar nicht von da, sondern hinten ist da vorne. Also wo ich dachte, hinten ist... ne? Ich nehme jetzt einfach mal einen mit und wir gucken mal, wie hoch der Trigger ist. Und vor allem würde mich mal interessieren, kann ich das hier überhaupt abladen von dem Ding? Vernünftig, ohne dass es nach Murks aussieht. Und das sieht noch schon jetzt nach Murks aus. Ich weiß nicht warum, gut, er hält hier natürlich auch fest, ne? Also einfach ist es nicht. Jetzt habe ich da noch verschoben. Ja, aber nicht, ist auch egal. Dann fahren wir den gleich so dahin und hoffen mal, dass der Trigger hoch genug ist. Ich komme da nicht
Krieg ich so nicht hin. Das ist irgendwie auch doof gemacht. Ich glaube, das kriegst du nur mit dem... Nee, so nicht. mit dem Radlader. Also mit dem... da gibt es noch diese andere Poltergabel für Radlader. Das ist vielleicht damit besser greifen. Kannst du so auf jeden Fall... Wenn das jetzt so ein Murkse, das macht keinen Sinn. Das will ich nicht. Und... Jetzt bräuchte man nur noch irgendwie eine Lagermöglichkeit hier für die Poltergabel. Ich glaube, ich packe dies erstmal da ein, vor dem Haus. So. Ich meine, ich könnte ihn auch mal mitnehmen, weil der... Ich lasse mal kurz hier stehen. Vielleicht nehme ich ihn auch mit. Der so schön gelenkig ist und oben im Forst haben wir ja aktuell ein paar Probleme mit der Enge, weil hier halt noch nicht so viele Bäume gefällt sind. Ne? Da freut er sich wieder, wie man sieht. So, Maschine an. Und nochmal aufnehmen das Ganze. Okay. Da muss es also hin. Gut, so ist der Trigger nicht. Finde ich aber auch nicht verkehrt. Dann versuchen wir mal, ob er es so nimmt. Das wäre natürlich klasse. Der schon leer, oder? So, Geld haben wir logischerweise nicht bekommen, denn es muss ja gesägt werden. Und die Frage ist dann auch, wo kommt das Ganze denn raus? Und was ich auch schade finde, irgendwie läuft nichts. Holzstämme sind da. Also springt wahrscheinlich Brennstoffe 0. Brennstoffe leer. Nee. Ich hab doch da. Die sind echt weg. Komisch. Kann immer sein, weil ich habe wieder diese Maps hin und her geschmissen und dass da so ein bisschen was verschwindet, das bleibt dann wohl nicht aus. Zumindest so mein Laienwissen. Okay. Bevor es wieder heißt, keine Ahnung. Stimmt. Naja, so dürfen wir mal wieder schaufeln, ist auch schön. So, wir müssen langsam den Haufen da mal weg. Ich bin gespannt, ob der sich wirklich dann selbst versorgen kann mit seinem... Das war schon. Ja. So. Ob der sich selbst versorgen kann, ne? Mit seinem eigenen Abfall, in Anführungszeichen. Oder ob wir dann Hackschnitzel dazu packen müssen. So, noch eine Schaufel. Jetzt ist er mal leer. Und dann gucken wir gleich mal, ob das Sägewerk angelaufen ist. Ich bin gespannt. Brennstoffe sind da. Okay, ich denke mal, es wird gleich losgehen.
Info, Brennstoffe leer. Ne, jetzt geht's. Schwupp. Okay. Sehr cool. Ja, und die können wir dann hier vorne zum Lagern hinstellen, ne? Da müssen wir natürlich dann noch die spezielle andere Gabel kaufen. Und wo kommt jetzt das Abfallprodukt raus? Kann man die Hackschnitzel? Die müssten ja dann da raus rieseln, ne? Lass uns mal überraschen. Weil hier sich jetzt nichts weiter. Vorsicht hier. Nee. Wie lange wird denn das Ganze wohl noch halten? Mit den Stämmen. Und 40% immerhin. Haben wir da gerade drin. Okay. Schon cool. Gut. Genug gestaunt. Müssen weiter arbeiten. Sprich, der Traktor muss auch zurück in den Forst. Vielmehr wenigstens der Auflieger. Wir dann später nochmal aufladen können. Andere Tür ist offen. Oh. So, ich glaube, wir können starten. Nochmal drehen. Ich bin mal gespannt, was uns die Wartung nachher kostet. Und wie das überhaupt ist, wenn diese Kisten jetzt komplett Schaden haben, bleiben die dann stehen? Und wenn es das auf Dauer nerven sollte, dann schmeiß ich es natürlich wieder raus, aber ich gebe dem mal eine Chance. Also ich glaube, das könnte echt ganz interessant werden. Ach, ich Idiot. Vorbeigerauscht. Ist ja gar nicht so weit. Ich weiß es nicht, komme ich hier durch? Soll ich es mal probieren? Aber lieber nicht. Da stehe ich eh so schief. Gut, dann probier es mal. Ich meine, das Ding lenkt ja mit, ne? So. Man müsste genau die Mitte treffen. Nee, der kommt da nicht durch. Machen wir es anders. Aber es ist nur deswegen, weil ich mich sonst hemmungslos festfahre. Ziehe ich den mal hier durch. Okay. Dann geht's wieder über die Holzbrücke. Den anderen Auflieger würde ich jetzt noch da lassen, da vorne, weil ich denke mal, wenn wir wirklich
das, ach, wie soll ich sagen, mit dem Hackschnitzelüberschuss haben, ne, vom Sägewerk. Den müssen wir uns auch einlagern. Und dann brauche ich dann natürlich dann auch den Container dementsprechend. Das wäre dann nochmal wichtig. So, ich mache den mal kurz aus, einfach aus dem Grunde, dass ich euch nochmal zeige, was wir da jetzt umgebaut haben, ne? So. Oder, ich sage immer wir. Ich kann das nicht. Nicht, dass dann kommt, hey Tom, kannst du das und das mal um... Nee, ich habe davon keine Ahnung, ich kann das nicht. Übrigens, nur mal so als Anmerkung, diese Version gibt es leider. Darf ich die euch nicht zur Verfügung stellen und hab Verständnis, das ist halt ein Privatumbau und wir können ja nicht den Mod-Ersteller in den Rücken fallen, das geht also gar nicht. Gut, hier sieht man's. Ja, Schweinefutter, Kartoffel gedämpft und Kartoffel gewaschen. Sieht auch nicht ganz süß aus, das Ding. Und ja, Digitalanzeige ist Geschmackssache. Aber wie gesagt, ich denke mal, das ist schon eine praktische Sache. Wirklich mit einem Blick siehst du, was hast du noch von dem Kram auf Lager. Gut. Ich fange wieder parken. Und als nächstes kaufen wir dann auch mal den Teleskoplader und holen den hier zum Hof, genau wie den Drescher dann. Dann würde ich ganz gerne mal anfangen zu dreschen, dass hier auch mal ein bisschen was reinkommt. Ne? Und natürlich brauchen wir auch noch die Palettengabel. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut!